Hallo und herzlich willkommen zurück zu Patrimonium. Wir waren letztes Mal hier im Hauptlager von, keine Ahnung wie es hieß, ich hab's vergessen, und durften nicht hoch zum Chef, also haben wir uns, glaube ich, die Pinnwand schon angeguckt. Hier wird ein Diplom-Ingenieur für die Bereiche Elektrotechnik, Maschinenbau und Physik gesucht. Yep, wir haben es schon angeguckt. Also können wir nochmal mit der netten Dame sprechen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich zu Ihrem Chef, wenn ich mich um die Stelle als Diplom-Ingenieur bewerben möchte? Selbstverständlich, ein ausführliches Bewerbungsgespräch wird Ihnen nicht erspart bleiben. Ihre Bewerbungsunterlagen haben Sie bei sich? Aber natürlich. Gut, Sie können den Aufzug nach oben nehmen. Okay, vielen Dank schön. Ja, vielen Dank, ja. Viel Glück. Danke. So etwas wird nie wieder passieren. Haben wir uns verstanden? Jawohl, Chef. Du auch, Johnson? Jawohl, Chef. Das sind doch die Stimmen der zwei Kerle, die mich zu Hause besucht haben. Vielleicht waren das ja gar keine Schuldeneintreiber. Aber jetzt werde ich für euch zwei denken. Und ihr werdet nur noch das... Und damit meine ich genau das machen, was ich euch sage. Jawohl, Chef. Auch wenn ihr zwei nicht in der Lage seid, das zu begreifen, haben wir in unserem eigenen Interesse die Pflicht, nichts an die Öffentlichkeit durchsickern zu lassen. Das wäre durchaus nicht gut fürs Geschäft. Und Hobler ist insofern ein Problem, als dass er Wonschecks Freund ist. Und Wonschek könnte ihm etwas erzählen oder sogar schon erzählt haben. Versteht ihr die Dringlichkeit dieses Problems? Jawohl, Chef. Hobler hat bereits einen Flieger hierher genommen. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass durch Hobler unsere Pläne gestört werden. Auch wenn ihr meine Ausführungen eben nicht folgen konntet, werde ich euch jetzt Anweisungen geben. Ihr werdet euch nun im Hintergrund halten und Wonschek beobachten. Ich wiederhole. Beobachten. Wenn er sich mit Hobler trifft, bringt ihr Hobler zu mir. Sorgt dafür, dass Wonschek davon nichts mitbekommt. Habt ihr das verstanden? Ja, das haben wir verstanden, Chef. Ausgezeichnet. Ihr wisst, dass ihr meine besten Männer seid. Wenn ihr Erfolg habt, wartet eine kleine Überraschung auf euch. Hahaha. Oha, ich sollte schleunigst weggehen. Besser, ich bleibe den zwei Gorillas aus den Augen. Mir fehlt irgendwie Fahrstuhlmusik und er drückt schon wieder nach oben anstatt runter, aber egal. Kelling. Hey, sieh da! Gerade war Herr Wonschek hier und meinte, er macht jetzt Feierabend. Sie sollten ihn also in seinem Hotel antreffen können. Brauchen Sie die Adresse? Nein, danke. Wie war Ihr Bewerbungsgespräch? Nun ja, es war sehr aufschlussreich. Jetzt muss ich aber weg. Auf Wiedersehen. Natürlich lässt er die Tür sperrangelweit offen. Julian, schön dich zu sehen. Setz dich doch. Dann ist mein Brief wohl heil angekommen. Das ist er, ja. Wie war die Reise? Es geht. Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich dir auch. Setz dich erstmal, dann werde ich mich bemühen, vorerst mal etwas Licht in die ganze Angelegenheit zu bringen.
Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Wie ich dir bereits in meinem Brief geschildert habe, wurde hier in Ägypten eine sensationelle Entdeckung gemacht. Es fing eigentlich als reine archäologische Ausgrabung an. Einige lokale Forscher behaupteten, das Grabmal des Pharaos Echnaton gefunden zu haben. Weißt du, wer Echnaton war? Ehrlich gesagt, nein. Dann geht es dir ähnlich, wie es mir ging, als ich hier ankam. Ich habe mich dann in den örtlichen Bibliotheken etwas eingelesen und dem Ägyptischen Museum einen Besuch abgestattet. Seufz. Du ahnst nicht, wie faszinierend die ägyptische Geschichte ist. Nun aber zurück zum Thema. Echnaton ließ eigentlich Amenophis IV und, keine Ahnung, der 18. Dynastie Ägyptens. In Ägypten war die Religion damals polyethisch, das heißt, es gab viele verschiedene Götter mit jeweils eigenen Zuständigkeitsbereichen. Zudem gab es einen stark ausgeprägten Priesterkult um die ganzen Götter. Und diese Priester hatten, je nachdem welcher Gottheit sie dienten, mehr oder noch mehr Macht. Echnaton war dieser ganzen Kult und die viel Götterei zuwider. Er glaubte nicht an diesen verschiedenen Götter, er glaubte nur an einen, ihn selbst. Manifestation des Göttlichen, dem ihm offensichtlich erschien. Die Macht der Sonne. Das ist auch nicht besonders verwunderlich, schließlich war die Sonne es. Die machte, dass die Pflanzen wuchsen und die Menschen zu essen hatten. In dieser Übersetzung ließ er alle Gottheiten abschaffen und ersetzte sie durch eine einzige Gottheit, welche die Energie und Kraft der Sonne verdeutlichte. Aton. Von diesem Zeitpunkt nannte er sich dann auch Echnaton, was so viel wie einziger Priester des Aton bedeutet. Er verließ danach auch die ehemalige Hauptstadt Ägyptens und gründete die neue Hauptstadt Achet-Aton, die heute Tell al-Arman heißt. Diese neu eingeführte Religion gefiel aber natürlich den Priestern der nun abgeschafften Gottheit nicht. Vor allem wegen der Tatsache, dass sie neuerdings auf nicht gerade kleine Mengen an Trinkgeld verzichten mussten. Und da Trinkgeld schon im alten Ägypten besonders beliebt war, waren die Priester ziemlich sauer auf Echnaton. So ist es nicht verwunderlich, dass nach Echnatons Tod der Sonnenkult wieder abgeschafft wurde und die Priester alle daran setzen, diese Epoche der Geschichte zu verstecken. Echnatons Stadt wurde verwüstet, Bildnisse von Aton der Sonnenscheibe zerstört und Echnatons Name überall getilgt, wo es nun möglich war. Allerdings überlebte einige Relikte dieser Epoche, weswegen wir heute diese Geschichte ganz gut rekonstruieren können. Was ist los? Ich darf endlich in Ruhe was trinken. Wer war nochmal dieser Echnaton? Bitte sag nicht dasselbe wie gerade. Echnaton war einst Pharao der 18. Dynastie Ägyptens. Er brach mit der vorherrschenden ägyptischen Religion und setzte Aton als alleinigen Gottheit ein. Okay. Kannst du mir noch ein bisschen mehr über Aton erzählen? Das meiste habe ich dir ja bereits erzählt. Aton war die Gottheit, die Echnaton ausschließlich anbetete. Aton ist aber kein personifizierter Gott, sondern stellt die Energie und Kraft der Sonne dar. Was passiert nochmal nach Echnatons Tod? Sein Kult wurde ausgelöscht und zerstreut. Bis heute weiß man nicht genau, wo Echnatons Mumie und Reichtümer sind. Das meiste wurde wahrscheinlich zerstört. Was hast du als Physiker mit der ganzen Sache zu tun? Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Wie gesagt, es wurde eine unterirdische Felsengrab entdeckt.
Darin befanden sich eine Mumie, die die Archäologen eindeutig Akhenaton zuordneten. Viel interessanter ist jedoch, was sonst noch in dem Grabmal gefunden wurde. Ja, was denn? Ein Kristall aus einem komplett unbekannten Material. Mit verblüffenden Eigenschaften. Was für Eigenschaften? Es wirkt in etwa so wie eine Solarzelle, nur mit unübertroffener Effizienz. Der Kristall scheint das Licht der Sonne regelrecht in sich einzusaugen und dessen Energie unersättlich zu binden. Und über die Jahrtausende hat er sich unwahrscheinlich stark aufgeladen. Leider ist es uns noch nicht so recht ersichtlich, wie man die gespeicherte Energie sinnvoll nutzen kann. Beim Bergen des Kristalls starb sogar einer der Wissenschaftler. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich von Samtec, die die Ausgrabung finanzieren, eingeladen, mich hier an den Forschungen zu beteiligen. Inzwischen analysieren ein paar Mitarbeiter und ich einige Splitter des Kristalls. Den ganzen Kristall habe ich leider noch nicht gesehen. Stell dir vor, Julian, was für Dinge man mit den kleinsten Teilen dieses Kristalls bewirken könnte, wenn man sie richtig anwendet. Die Energieprobleme der Zukunft könnten schon jetzt der Vergangenheit angehören. Wir wären nicht mehr auf fossile Brennstoffe angewiesen, wenn wir den Kristall erstmal vollkommen verstehen würden. Er würde wahrscheinlich die gesamte Menschheit mit Strom versorgen können. Und erst die Fortschrittsmöglichkeiten für die Entwicklungsländer. Julian, dieser Kristall ist der Schlüssel in eine neue, bessere Welt. Die Archäologen glauben, dass dieser Kristall der Auslöser für Akhenatons Sonnenreligion ist. Der Kristall ist sozusagen Atons Erbe an die Menschheit. Und du meinst wirklich, dieser Kristall hätte ein solches Potenzial? Aber sicher. Leider dauert es noch eine ganze Weile, bis wir den Kristall so weit untersucht haben, dass wir seine Energie unter Kontrolle haben. Da sind sicher einige Jahre Forschung noch nötig. Aber mit den Mitteln von Samtec werden diese sicher optimal genutzt werden. Dieser Konzern ist wirklich vorbildlich im Bereich der Zusammenarbeit. Von Wirtschaft und Wissenschaft. So ein Glück hat man selten. Und was sagtest du, kann dieser Kristall? Hoffentlich nicht nochmal dasselbe. Naja, er wirkt in etwa so wie eine Solarzelle, nur mit unübertreffender Effizienz. Der Kristall scheint das Licht der Sonne regelrecht in sich einzusaugen und dessen Energie unersättlich zu binden. Erkennst du das enorme Potenzial dieser Art der Energieentwicklung? Man könnte so viel Gutes tun. Okay. Mir ist diese ganze Samtec-Sache etwas suspekt. Genau deswegen wollte ich noch unbedingt mit dir reden. Ich komme gerade von der Samtec-Zentrale. Von der Samtec-Zentrale? Was hattest du denn da verloren? Und was für Zweifel meinst du? Ich hatte dich gesucht. Und woher wusstest du eigentlich, dass ich für Samtec arbeite? Ich habe an der Ausgrabungsstelle einige Hinweise gefunden. Du warst schon dort? Woher kanntest du denn den Weg? Egal, nicht so wichtig. Naja, gut so. Ansonsten hätte ich dir meine Karte gegeben. Nanu? Wo ist sie denn? Ich dachte, ich hätte sie. Auf jeden Fall traue ich Samtec nicht. Ich bin mir sicher, diese Leute sind nicht so nobel, wie du es dir vorstellst. Wie kommst du denn auf diese abstruste Idee? Ich habe das eben eine Unterhaltung belauscht. Anscheinend wollte jemand verhindern, dass wir uns treffen. Das erklärt auch den kleinen Unfall, den ich zu Hause hatte. Was für ein Unfall? Naja, in meinem Haus gab es eine Art Explosion. Und warum sollte jemand verhindern, dass wir uns treffen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es zwei Bodybuilder-Typen auf mich abgesehen haben. Und ich glaube, ihre Stimmen im Büro deines Chefs gehört zu haben. Was willst du damit andeuten? Du willst eine Explosion in deinem Haus in Deutschland mit deinem Arbeitgeber in Verbindung bringen?
Ist dir bewusst, wie verrückt das klingt? Ja, sicher bin ich mir auf jeden Fall noch nicht. Ich werde aber Licht hinter die Sache bringen. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine deiner verrückten Ideen ist. Weißt du noch, als du die Polizei gerufen hast, weil du glaubtest, dein Nachbar würde die Stadt mit elektromagnetischen Wellen aus einer umgebauten Fernsehbedienung paranoid machen wollen? Und ich würde es wieder tun. Vielleicht hast du recht. Ich denke, ich werde etwas Gras über die Sache wachsen lassen und solange einen Blick in Eknatons Grab werfen. Vielleicht kann ich das Ganze dann auch etwas klarer sehen. Gute Idee. Ein Besuch im Ägyptischen Museum möchte ich dir auch ans Herz legen. Eher nicht, aber danke. Ich werde mich an der Ausgrabungsstelle nochmal umsehen. Nimm am besten mein Notizbuch mit. Ich habe darin meine Entdeckungen dokumentiert. Es wird dir weiterhelfen. Es müsste in der Schublade liegen. Danke. Bis später. Bis dann. Julian. Ja, das Notizbuch. Oh ja, richtig. Patrimonium, Akt 3, wir kommen. Yippie-yay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, denn ich mache jetzt eine kurze Pause. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.